ein Verfechter der Weimarer Republik, eingesperrt im KZ Buchenwald. Kurz darauf Thüringens erster Regierungspräsident und ein geistiger Vater des Grundgesetzes. Bereits zu Beginn der 1930er Jahre will die NSDAP die Machtfrage stellen. Hitler soll für das Amt des Reichspräsidenten kandidieren. Ihr großes Problem: Hitler ist staatenlos. Nur Deutsche dürfen für das Amt kandidieren. Mit der ersten Regierungsbeteiligung der NSDAP 1929 in Thüringen scheint die Stunde zu kommen. NSDAP-Minister Frick versucht, Hitler als Polizeikommissar einzustellen. Damit will er die Voraussetzungen für die Einbürgerung schaffen. Die Vorgänge werden öffentlich, schlagen Wellen. Und Hermann Brill wurde, als das öffentlich wurde und ruchbar wurde, zum Vorsitzenden des Untersuchungsausschusses und verhörte Hitler auch. Und er hat damals auch sehr genau charakterisiert, wie er Hitler gesehen hat, nämlich als sehr gefährlichen Charakter mit zynischen Zügen, brutal, und seine ganze Physiognomie hat er höchst bemerkenswert aufgeschrieben. Später schreibt Hermann Brill über diese Befragung: 1932 fasste ich den Entschluss, mich diesem Mann zu widersetzen, zu jeder Zeit, überall, unter allen Umständen und mit allen mir zur Verfügung stehenden Mitteln. Die Nazis haben Brill das nicht vergessen. Mit der Machtübernahme der NSDAP wird er aus dem Staatsdienst entlassen. Seinen Widerstand gegen die Nazis führt er in der Deutschen Volksfront fort. In einer Flugschrift der Gruppe heißt es Jahre vor dem Krieg: geeint in dem Willen, die hitleristische Diktatur zu stürzen, Deutschland vor dem Untergang in einen Zweiten Weltkrieg zu retten. Die Gruppe fliegt auf, Brill wird verhaftet, wegen Hochverrat zu 12 Jahren Zuchthaus verurteilt. 1943 kommt er ins KZ Buchenwald. Als es dann im Februar 1945 zu den Todesmärschen kam aus dem Konzentrationslager, an der Straße stand, diese Todesmärsche führten durch den Ort, in dem die Familie wohnte. Und dann muss man sich vorstellen, Großmutter, Mutter und die Kinder standen an der Straße, während die Häftlinge vorbeigetrieben wurden und versuchten, ihren Vater dort zu finden. Hermann Brill ist selbst im KZ im Widerstand. Er ist Mitverfasser des Buchenwalder Manifestes. Die SS sucht deshalb nach ihm, aber er kann untertauchen und überlebt nur knapp.